Jetzt machen wir noch ein Interview über Noseland. Also, wie viele Einwohner sind jetzt da genau registriert? Einwohner sind es null. Null, einfach nichts. Ja. Und Minister, hast du wie viel hast du gesagt? Ja, es müsste um die 300 rum sein, das wissen es nicht mal natürlich. Aber ja, ungefähr so 300 Minister. Schon lange wir keine Mühe mehr geben. Ja, genau. Sind genug. Also genug. Ja. Und dann, eben Noseland ist da schön gelegen eigentlich. Es braucht, und wie hast du die Anerkennung bekommen für deinen Staat? Ja, das ist eigentlich, würde ich sagen, medial passiert. Das war ein Tag vorher in der ganzen Presse. Dann haben sie alle für einen 1. April-Scherz gehalten. Und dann haben sie mir auf die Schulter geklopft, weil es am 2. April noch mal eine Seite in der Zeitung war, dass der Staat jetzt gegründet worden ist. Und das ist mediale Anerkennung. Und wir haben mit der Schweiz, eben mit dem Gary Müller, scheidenden Präsident der Aussenpolitischen Kommission, damals haben wir einen Nicht-Angriffspakt geschlossen. Das heisst, wir haben einen internationalen Vertrag. Ja. Dann bist du in dem Sinne auch anerkannt, als wenn du Vertragspartner bist, bist du auch Staatspartner auf dieser Ebene. Genau. Super. Was soll ich dich noch fragen? Was ist noch wichtig bei einem Staat? Was gibt es noch? Ich weiss es nicht. Ja. Das Wetter ist bei dir ist auch das Gleiche. Also grundsätzlich ist Noseland immer eine anarchistische Monarchie. Es ist darauf angelegt, dass ich zwar der König bin und am meisten zu sagen habe, aber es lässt eh gleich niemand. Ein zweiter Grundsatz ist Noseland ein kulturpolitisches Experiment, eine Kulturgeschichte, eine Kunstgeschichte, die jetzt doch schon 11 Jahre lebt, immer wieder in den Medien gelebt hat, in den Social Medias natürlich gelebt hat, aber vor allem auch hier auf der Wiese lebt, mit Kunstausstellungen, mit Performance-Festivals, mit dem Haartourist, der gerade vor 2-3 Wochen da ist, kam Haar schneiden sich selber, Kunstaktionen. Es ist dann einmal noch dazu gekommen, dass wir die alte Heubühne, wo das Gras früher als Heu hingebracht worden ist, ist unterdessen noch Galerie, wo man Ausstellungen hat. Ja, super. Danke vielmals. Was müssen wir noch fragen? Interview? Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben es, oder? Ja, ja. Okay. Was man schon auch noch muss sagen, ist natürlich, dass Noseland eine wichtige Aufgabe hat. Es ist ein gutes Beispiel für andere Staaten. Wir haben keine Schulden, wir haben keinen Skandal, wir haben keine Politiker, die sie verarschen, wir haben kein Mobbing, wir haben einfach ein Paradies. Wir haben eine paradiesische Verfassung und wir setzen sie um. Und leben damit ein gutes Beispiel für die Welt. Keine ökonomische Katastrophe, keine ökologische Katastrophe, keine menschliche Katastrophe. Wir wünschen, dass andere Staaten das auch so machen in Zukunft. Keine Corona, muss ich sagen. Null, 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 null. Ja.